herzlich willkommen, liebe Leute, bei einer weiteren Folge Dead Space. Ja, ich würde mal sagen, bevor wir hier lang schnacken, hauen wir uns in den Kiem, denn wir wollen weiterkommen. Und ein blauer Streif geht da oben lang und da lang. Aber Waffe bitte nachladen. Ich habe da nämlich so ein paar Ungezieferprobleme hier. Wenn wir das mal ganz schnell beschreien wollen hier. Isaac! Wo bist du? Ich bin's! Nicole! Eine mysteriöse Nachricht von unserer mysteriösen Freundin. Yay. Okay. Ey, der Torsomann sitzt wieder da, wo er nicht sitzen soll. Torsomann. Torsomann, das geht aber nicht. Du gehörst in diese Ecke. Also wirklich. Das ist ein Shop. Boah. Blödes Wichsviech, du. Und ich wollte gerade ganz gemütlich speichern. Was sich ja auch sehr lohnt, weil wir auch so weit gekommen sind. Wie sieht unser Inventar aus? Okay, wir müssen zum Shop. Da sind nämlich noch Sachen in unserem Inventar, die wir nicht mit rumschleppen wollen. So, Ripper Kling. Kaufen. 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 Okay, und weiter geht's. Widerliches Viech. Hey, ab ins nächste Kapitel. Toll, hier sprechen wir ja gleich nochmal. Isaac, kommen Sie. Kendra hatte recht, das AA-System ist total abgeraucht. Ich brauche Ihre Hilfe, um das zu reparieren. Kendra, wenn Sie mich hören können, versuchen Sie bitte, die Schiffsprotokolle einzusehen. Scheinbar haben Sie von dort aus besseren Zugang. Wann wollten Sie uns von dem Artefakt erzählen, Hammond? Sie wissen schon, dieser Marker. Davon weiß ich nichts. Er wird in den Berichten des Captains erwähnt. Sie haben ihn vom Planeten hochgebracht. Er ist auf dem Schiff? Im Frachtraum. Sie glauben, er stammt von einer außerirdischen Intelligenz. Keine Ahnung, was es ist. Ach was. CEC wusste nichts darüber? Sie lügen doch. Augenblick mal, ich bin hier nicht der Böse. Wir sind gerade alle etwas aufgewühlt. Sie werden mir einfach glauben müssen, dass ich nichts darüber wusste. Wir haben das Trümmerfeld erreicht. Bringen Sie uns zum Cockpit des Captains. Ich werde Ihnen später alles erklären. Hammond out. Na super. Übrigens das AA-System. Sehr guter Hinweis.
weil es ja voll im Arsch ist. Was oder wer bist du, verdammte Kacke? Oh. Ein Loch in der Decke. Isaac, Einschlag auf der Brücke, genau zu deinen Füßen. Ich sehe schwere Schäden, die Eindämmung sollte aber okay sein. Die Lebenserhaltungssysteme sind stabil, wir müssen jetzt das AAS zum Laufen bringen. Und runter da. Speichern. Nö. Anzug Level 3. Okay. Den holen wir uns nochmal. Ich will in sowas nicht warten. Uns leisten? Bitte, bitte, bitte. Ja, können wir. Ja, die Mini-Playback-Show geht weiter. Andere Arm gepanzert. Verwirrung. Kann man da irgendwas gebrauchen? Ich nehme davon noch was mit. Man weiß ja nie. Wir haben einen Bruch in der Hülle, aber wir können hier atmen. Super. Ja, noch zum Schisser. Wir wurden von einem verdammten Asteroiden getroffen. Ich weiß, dass Kent von mir nicht traut. Ich weiß wirklich nichts über einen Marker oder sonst was. Das hier sollte eine Reparaturmission sein. Ganz easy. Das Chaos, da ist das Asteroidenabwehrsystem. Ich kann die Platinen halbwegs reparieren, aber die Hauptenergiezufuhr ist hinüber. Sie müssen die Energie manuell über mindestens 3 Verteilerkästen umleiten, um die Primärkanone zu aktivieren. Aktivieren Sie aber zuerst die Atriumaufzüge der Brücken-Security. Darüber erreichen Sie die Verteilerkästen. Ach, übrigens, Isaac, seien Sie vorsichtig. Ich habe da was gesehen. Ich habe keine Ahnung, was es war. Habe es auch nur kurz gesehen, aber es war riesig. Gewaltig. Oh. Hast du eine Ahnung? Hat gerade was durch die Wand geguckt vorhin. Das war groß. Okay, der schnackt nicht weiter mit uns. Nein, Textlock mag ich nicht.
könnt ihr behalten. Scheiße! Zurück! Ich dachte, der wäre tot, als ich die Kapsel errichtet habe. Diese Scheißdinger sterben nicht einfach so. Wer beeilt sich? Ich glaube, der Alien hat gerade zu uns gesprochen. Wir brauchen weiter Energieknoten, ein bisschen mehr Energie. Das wäre ganz praktisch. Danke. Sie alle der Meuterei. Kein sorgen Sie dafür, dass Sie wieder zur Vernunft kommen. Beruhigen Sie sich, Ben. Haltet ihn fest. Nach Artikel 5469 des Marinerechts erkläre ich hiermit Captain Matthias für dienstuntauglich. Der Marker muss in die Kapelle gebracht werden. Terence, bitte! Es tut mir leid, Ben, aber ich kann Sie das nicht tun lassen. Verräter! Ketzer! Haltet seinen Kopf! Mörder! Haltet ihn fest! Au! Er ist tot. Sie haben ihn umgebracht, Doktor. Nein, es war ein Unfall. Ich musste ihn doch aufhalten. Nehmt den Doktor fest. Au! Alter, eine Spritze im Auge, das tut doch weh. Ein Speicherstand. Ja.
mich auch. Verstecken bringt da nichts mehr. Das Ding ist belaufen bei mir. Oh, ein Stasi-Modul. Auffüllen. Einmal voll machen, bitte. Offenbar funktioniert ein Teil der Schwerkraftplatten nicht mehr, Isaac. Halte die Augen offen, ob du irgendwelche Verzerrungen siehst, die von unten kommen. Die könnten gefährlich sein. Okay. Hörte mich auch. Reinlaufen. Okay. Da ist der gewünschte Energieknoten. Okay, das sieht gefährlich aus. Ich will Stase. Gott sei Dank ist hier ein Stasi-Modul.
Systeme auf Verteilerkasten umgeleitet. Ich mache Fortschritte mit dem Pyraster. Eine der Kanonen bereitet mir Kopfzerbrechen. So, weiter. Ja, ja, tu mich auch. Der Typ wird nicht mein bester Freund, das sage ich euch. Da ist Apfelpro doch definitiv besser. Ich höre euch. Eieiei, meine Fresse. Das ist jetzt schon so schlimm, sie sollten das ja später werden. Wir haben eine Kiste übersehen. Alles Munition, die uns sonst fehlt. Das ist nicht gut. Oh. Ganz normaler Arbeitstag wird mir reichen. Ganz normal. Abends schlafen. Morgens aufstehen. 8 Stunden arbeiten. Nach Hause gehen. Würde vollkommen reichen. Nein. Nicht mit denen hier. Wir schieben hier Überstunden. Gehen wir mal zur Ebene 1. Hör mal zu, Isaac. Ich bin die medizinischen Berichte durchgegangen. Diese Dinger sind sowas wie Biorekombinatoren. Sie nehmen totes Gewebe, absorbieren es und formen es neu. Eine Iteration scheint den einzigen Zweck zu haben, Leichen zu infizieren. Die anderen, naja, bringen Leichen dazu, wieder andere zu infizieren. Und dieses Gewebe, das wir überall an den Wänden gesehen haben, scheint auch dazu zu gehören. Laut eines Berichts, den ich gefunden habe, ist das ein Habitatwandler. Mhm.
Das heißt, die Viecher... Ja, Viechern vor sich hin. Super. Na gut. Und weiter geht's. Na, lecker sieht's hier nicht aus. Houston, we have lag. Ende des Vakuums. Oh. Da kann ich jetzt endlich mal Energieknoten einbauen. Ach, nö. Was sind das hier für kaputte Dinger? Ein Lager. Lager ist immer gut, da sind Sachen drin. Wenn auch nicht viel, aber es war was drin. Oh, Energieknoten. Ich meine, da draußen sind ja auch noch ganz viele von diesen komischen Leichen, Zombie, Wesen, Viechern, Dingensbummens. Und wir gemütlich hier und packen erstmal Geschenke aus. Super. War klar, wofür man den braucht. Oh, Geschenke. Jo, das ist geil. Was war das? Was war das? Ah. Aha. Energiezufuhr zum AAS hergestellt. Oh. Kontrollsysteme über Verteilerkästen umgeleitet. Ich habe ein Signal. Fast da. Da scheinst du gar nicht an, mein Freund. Kein Bock, hier 20.000 Leichen zu haben.
Ich glaube, ich werde mich weiter darauf versteifen, Leichen zu verstümmeln. Dann können sie wenigstens nicht aufstehen. Na komm. Kühle des Vakuums. Is this way? Na gut. Ich nehm this way. Ja, und dann würde ich mal sagen, ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Oh, vielleicht sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis denn. Ciao.